Das ist der Klaus. Klaus ist Straßenbahnfahrer bei der Rheinbahn in Düsseldorf. Täglich bringen Klaus und seine Kollegen rund 720.000 Fahrgäste sicher von A nach B. Auf seiner Fahrt sind Klaus bestimmte Situationen aufgefallen, die bei den Fahrgästen häufig zu Irritationen führen. Zum Beispiel hier. Der Fahrgast kommt angerannt und will die Bahn noch erwischen. Doch die Türen gehen nicht mehr auf, obwohl die Bahn noch an der Haltestelle steht. Ich kann schon verstehen, dass einige Fahrgäste sich ärgern, wenn sie die Bahn verpassen. Aber ich möchte mal erklären, wie das in meiner Fahrkabine aussieht. Dort oben auf der Anzeige leuchtet für Klaus jetzt das Signal T. Das heißt, dass Klaus mit seiner Bahn als nächstes dran ist, diese große Kreuzung zu überqueren. Dafür hat er nur wenige Sekunden Zeit. Nun kommt diese Taste hier ins Spiel. Klaus verriegelt damit rechtzeitig die Türen von innen und von außen, um losfahren zu können. Wenn er die Türen für den verspäteten Fahrgast nochmal freigeben würde, verpasst er das Fahrsignal und muss wieder einen kompletten Signalumlauf der gesamten Ampelkreuzung abwarten. Dies hat zur Folge, dass er zu spät von der Haltestelle losfährt, dadurch Verspätungen entstehen und der Fahrplan und die Anschlüsse nicht mehr gehalten werden können. Und das fänden die anderen Fahrgäste unfair. Aber zum Glück unsere Bahn so regelmäßig, dass die Fahrgäste mit der nächsten Bahn fahren können. Klaus lässt den Fahrgast also nicht absichtlich stehen, sondern möchte weiterhin pünktlich unterwegs sein und seine Fahrgäste sicher und rechtzeitig ans Ziel bringen. Und da haben wir doch alle was von.